was machst du? Guido! Guido, komm zurück zu mir! Du, lass das. Mir möchte gerne schlafen. Ist nicht ernst. Mich haben morgen ganz großen Tag. Was ist denn los? Wo kommst du her? Gleich von da. Mach das nicht nochmal. Entschuldigung. Aber was ist denn los? Guido, er ist... Hey, wo er hin? Wo er hin? Da ist er doch! Hey, was macht er denn da? Mitkommen! Guido hier ist lang gekommen. Yep. Wir müssen ihm folgen. Er läuft zwar herum, aber er schläft immer noch. Oh, ich möchte auch mitkommen. Spike, aufwachen, los. Lass doch Spike weiterschlafen. Um die Zeit steht er sowieso jede Nacht auf, um zu futtern. Gehen wir. Ich weiß echt alles über Schlafwandeln. Meine Tante ist eine Schlafschwimmerin und meine Mama sagt immer, mach sie niemals nicht wach, wenn sie das macht. Warum nicht? Das weiß ich auch nicht. Aber meine Mami hat immer recht. Tja, dann sollten wir ihn lieber nicht aufwecken. Ich hole Zera. Wenn wir ein Abenteuer erleben und sie nicht dabei ist, dann wird sie stinksauer. Und ich mag es nicht, wenn Zera sauer ist. Nein, nein, nein. Noch einmal zusammen. Du hast mich mitten in der Nacht wach gemacht, damit ich durchs ganze Tal marschiere und Guido beobachte, der auch durchs ganze Tal marschiert. Naja, ich dachte, das wäre eine gute Idee. Oh nein, Guido lauft direkt zu schnelles Wasser. Tja, dann wird er wohl nass werden. Aber verstehst du denn nicht? Er wird nicht nur nass werden. Guido wird untergluckern. Gluck, gluck, gluck. Und was meint ihr, was wir jetzt tun sollen? Ich habe eine Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Da kommt ihm da. Was du nicht sagst. Wir sind ja nicht blind. Guido! Guido, nein, nicht! Halt! Du laufst schneller! Beeiligung! Beeiligung! Das macht auch viel mehr Spaß als schlafen. Das ist gar
gar nicht gut. Er läuft in Richtung Feuersteine. Da kriegen mich keine 10 Dinos rein. Ich weiß was Besseres. Kommt mit. Und mein Papp sagt immer, ich soll mir nicht von jedem auf der Nase rumtanzen lassen. Ich hab mal eine Frage. Was passiert eigentlich, wenn wir ihn wach machen? Irgendwas Furchtbares. Furchtbarer als das hier? Oh, mich hat ganz schlechtes Gefühl im Bauch. Wir müssen uns beeilen. Dass ich das mal sage, aber ich alles drum gebe, ich jetzt Dreihorn sein. Ja, wenigstens geht es bergab. Los, alle zugleich! Zugleich! Hey, jetzt geht es viel leichter. Weil er sich ganz alleinig bewegt. Wir haben es geschafft. Ja, hurra. Und wie geht's jetzt weiter? Naja, mich fliegt nach oben und werf ein Auge auf Guido und ihr klettert nach oben, aber nicht runterplumpsen. Danke für den weisen Ratschlag. Leg nicht dein ganzes Gewicht auf einen Ast. Oh nein, wir fallen gleich runter. Na super. Leg meinen Sand zu! Schneller, schneller! Los, los, los! Komm schon! Littlefoot, los, spring! Das reicht, ihr genug Pause gemacht. Los, Guido, immer noch lauft. Noch ein einziges Wort und ich stopf dir deinen Schnabel, dass du sehr lange nicht mehr schnattern kannst. Ich nur Scherz gemacht. Lasst euch Zeit. Guido jetzt so gut wie sicher auch. Guido, nein, nicht halt hier um. Geht ab!
nicht möglich. Guido ist Flieger. Ein Schlaffliegerer. Hey, wisst ihr, was mir gerade klar wird? Was? Wir hätten uns diese ganze blöde Baumnummer sparen können.